Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dokumentation Wie entsteht eigentlich eine Glockenaufnahme? Hierzu bin ich heute in der katholischen Kirche St. Laurentius in Brücken in der Westpfalz. Aber wie kommt ein Termin überhaupt zustande? Dazu machen wir eine kurze Reise zu meinem Vergangenheits-Ich. Hallo! Tja, alles beginnt erstmal damit, dass man eine Pfarrei und entsprechende Kirchen auswählt. Dann führt man vorab schon mal Recherchen über Glocken- und Kirchendaten durch. Nun gibt es zwei Möglichkeiten für Aufnahmen anzufragen. Entweder der Pfarrei bzw. dem Pfarrer oder der Pfarrerin eine Mail schreiben oder telefonisch in Kontakt treten. Ich wähle meist den telefonischen Weg. In einem solchen Telefonat muss man das generelle Vorhaben genau erläutern. Ich würde gerne die Kirchenglocken im Turm mit Ton und Video aufzeichnen, also alle einzeln für etwa eine Minute und alle zusammen für circa 5 Minuten und nochmal das Plenum von außen läuten lassen. Abgesehen davon würde ich die Glocken noch inventarisieren, also Name, Ton, Gießer, Gusser und Durchmesser aufnehmen. Die Aufnahmen würde ich mit ein paar Bildern der Kirche zusammenschneiden und auf YouTube veröffentlichen. Im Anschluss daran bittet man erstmal generell um eine Aufnahme- und Sondergeläutegenehmigung. Darüber entscheidet meist der Pfarrer bzw. die Pfarrerin. Hat man eine solche Genehmigung, kann man mit dem Küster oder der Küsterin in Kontakt treten und einen Termin vereinbaren. Nun aber wieder zurück zu meinem Zukunfts-Ich. Normalerweise wäre jetzt ein Küster oder eine Küsterin da, die die Kirche aufsperrt. Heute ist das nicht der Fall, denn man hat mir freundlicherweise den Schlüssel gegeben. Nun geht es weiter mit den Außenbildern. Nun machen wir die Innenbilder im Innenraum der Kirche. Bei den Innenfotos achte ich persönlich immer sehr darauf, dass ich Statuen und den Altarraum genau und näher fotografiere. Aber nun will ich noch kurz auf die Materialien, die für eine solche Aufnahme benötigt werden, eingehen. Alte Kleidung wegen Dreck und Kettenfett. Ein Gehörschutz, da Glocken sehr laut sind und ohne Gehörschutz dem Gehör gravierende Schäden zufügen würden. Ton, Bild und Video-Equipment, um möglichst gute Aufnahmen zu erzielen. Strahler für die Beleuchtung der Glockenstube. Maßband oder Zollstock zur Inventarisierung der Glocken. Nun machen wir uns auf den Weg zur Glockenstube. Noch ein paar Hinweise. Hierbei gibt es 3 Dinge zu beachten. Erstens, sich bewusst machen, um welche Art von Aufstieg es sich handelt und ob dieser sicher ist. Zweitens, generell immer etwas Vorsicht walten lassen. Und drittens, es ist immer sehr empfehlenswert, Ausschau nach einem Schaltkasten oder Steckdosen zu halten. Thank you.
Hier eine Etage unter den Glocken befindet sich eine kleine Besonderheit. Und zwar das alte Uhrwerk, das früher noch mit Gewichten lief. Heutzutage wird dieses mit Motoren betrieben, die sich hier oben drauf befinden. Der Schaltkasten für den Uhrschlag befindet sich hier. Diesen Hauptschalter unter keinen Umständen ausschalten, da es sonst sein kann, dass die Uhr danach falsch geht. So, wichtig ist es jetzt erstmal Licht zu bekommen. So, herzlich willkommen in der Glockenstube hier von St. Laurentius. Bevor wir den Glockenstuhl betreten können, müssen wir erst noch den Hauptschalter ausschalten. Der Hauptschalter ist in der Regel immer ein großer roter drehbarer Knopf am Schaltkasten. Zuallererst verschafft man sich grob einen Überblick. Hier in St. Laurentius haben wir 5 Bronzeglocken in einem Stahlglockenstuhl, aufgeteilt auf 2 Gefache und 2 Etagen. Den Schaltkasten haben wir ja bereits gefunden. Als nächstes steht die Inventarisierung der Glocken an. Dafür werden zunächst alle Glocken einzeln und alle Glocken zusammen fotografiert. Als nächstes müssen die Daten der Glocken erfasst werden. Um den Ton festzustellen, kann die Glocke zum Beispiel ganz einfach mit einem Gummihammer angeschlagen werden. Wie man gut hört, hat diese Glocke den Schlagton C1. Den Namen müssen wir auch herausfinden. Diese Glocke ist St. Laurentius geweiht. Als nächstes steht die Analyse des Gießers und des Gussjahres fest. Wie man hier am Schlagring der Glocke lesen kann, war dies Hermann Hamm in Frankenthal 1957. Als nächstes muss der Durchmesser der Glocke gemessen werden. Hierfür empfiehlt sich ein Maßband. Dieses muss mittig angesetzt werden und dann am Klöppel vorbei entlang auf die andere Seite geführt werden. Als nächstes müssen Strahler installiert werden. Hierfür empfiehlt sich ein Halogenstrahler oder ein solcher LED-Strahler. Als nächstes wird das Tonaufnahmegerät installiert. Dieses wird seitlich zum Läuten der Glocken positioniert. Als nächstes wird die Weitwinkelkamera installiert. Diese stellt man für gewöhnlich in eine Ecke der Glockenstube. Zu guter Letzt nehme ich noch den Camcorder in die Hand. Dann kann es auch schon losgehen. Bevor das Läuten startet, noch eine kurze Übersicht zu meinem Equipment. Als Fotokamera nutze ich die Canon EOS 250D. Als Weitwinkelkamera das Zoom Q8. Mein Camcorder ist der Panasonic HCV180. Und für den Ton ist das Zoom H4n Pro zuständig. Jetzt den Hauptschalter wieder anschalten. Und das Läuten kann beginnen. Thank you.
Danach kommt noch das Plenum, also alle Glocken zusammen. Dieses läute ich in der Regel für ca. 5 Minuten. Wichtig ist hierbei, dass man von Glocke zu Glocke etwas Abstand lässt. Bevor der Abbau beginnen kann, muss erst wieder der Hauptschalter ausgeschaltet werden. Dann werden alle Aufnahmen gestoppt und gespeichert. Nach Beenden der Aufnahme geht es wieder nach unten. Für die Außenaufnahme bauen wir nun das Mikrofon auf. Das Tonaufnahmegerät wird mit dem Mikrofon in Richtung Turm auf dem Boden nach Möglichkeit auch immer windgeschützt positioniert. Der Läutecomputer lässt sich programmieren und führt das tägliche Angelusläuten durch. Mit den Schaltern hier können die Glocken auch manuell geläutet werden. Dies kann man aber auch mit dem Läutecomputer machen. Nun kann das Außenplenum starten. Wichtig ist auch hier, dass alle Glocken langsam an- und auszuschalten sind und Abstände von Glocke zu Glocke eingehalten werden. Gut, damit ist die Aufnahme auch geschafft. Leider ist die Originalszene verloren gegangen, deswegen habe ich diese an anderer Ort und Stelle nachgedreht. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Küsterin Frau Penner für die Ermöglichung und Erlaubnis. Vor allem bedanke ich mich aber bei Fabio Tali, der sich bereit erklärt hat, als Kameramann tätig zu sein. Und damit auf Wiedersehen.